Herzlich willkommen zu Quadriga, dem internationalen Talk aus Berlin. Rund um den internationalen Holocaust-Gedenktag an diesem Samstag erinnern auch wir hier in Deutschland an die Ermordung von über 6 Millionen Juden durch die Nationalsozialisten. Barbarische Verbrechen, die sich niemals wiederholen dürfen, findet die große Mehrheit. Andererseits das Erstarken von Rechtsextremisten beunruhigt die jüdischen Gemeinden. Woher kommt der Hass auf Juden und wird Antisemitismus von muslimischen Zuwanderern zusätzlich befeuert? Ein prominentes Beispiel aus jüngster Zeit: Angriffe von Schülern mit arabischen Wurzeln auf einen jüdischen Mitschüler an einem Gymnasium in Berlin. Der Fall erregte bundesweit Aufsehen und die DW sendet in diesen Tagen auch eine Dokumentation darüber. Leben in Angst, wie judenfeindlich ist Deutschland? Das ist heute unser Thema und ich freue mich auf meine Gäste. Herzlich willkommen, Christin Hellberg, Journalistin, die sich intensiv mit dem Thema Zuwanderung aus Syrien auseinandersetzt, ein Buch geschrieben hat über verzerrte Sichtweisen und Missverständnisse. Sie sagt, Deutschland braucht eine inklusivere Holocaust-Erinnerungskultur und mehr Rückgrat im Kampf gegen jede Form von Ausgrenzung. Willkommen auch Wolfgang Benz, Historiker und Antisemitismusforscher. Er sagt, das angebliche Anwachsen des Antisemitismus ist wissenschaftlich nicht beweisbar. Deshalb braucht es mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Thema. Und herzlich willkommen auch Wenzel Michalski, Leiter von Human Rights Watch Deutschland und persönlich betroffen. Denn es ist sein Sohn, der an einer Berliner Schule drangsaliert wurde, weil er Jude ist. Wenzel Michalski sagt, Judenfeindschaft in Deutschland eskaliert und wird zunehmend normalisiert. Der Staat reagiert träge. Wenzel Michalski, Sie haben die Eskalation, von der Sie sprechen, selbst erlebt, in Ihrer Familie. Ihr 14-jähriger Sohn wurde vor ungefähr einem Jahr von Mitschülern gemobbt, geschlagen und scheinhingerichtet. Was war das Schlimmste für Sie? Das Schlimmste war die Lethargie, das Kopf in den Sand stecken der Schulverantwortlichen, der Leitung der Schule. Und ein Ausspruch der stellvertretenden Schulleiterin, die meine Frau gebeten hat, meinem Sohn zu sagen, er möge bitte nicht mehr in die Nachbarklasse gehen, wo er einen Freund hatte, weil er dort eben die Schüler provozieren würde, denn die hatten ihn immer begrüßt mit "Hau ab, du Drecksjude." Und dass die Lehrerin sich nicht vor den gemobbten Schüler gestellt hat, sondern eigentlich diejenigen, die das, diese Aggression verbreitet haben, in Schutz genommen hat. Das fand ich sehr schockierend. Und hat das Ihr Bild von Deutschland verändert? Ein bisschen. Also ich bin Deutscher und ich bin in Deutschland als Jude aufgewachsen. Aber so ein Wegschauen, so eine Ignoranz und so eine moralische Bankrotterklärung hätte ich nicht für möglich gehalten, wie ich sie dort erlebt habe und vor allem natürlich, wie sie mein Sohn dort erlebt hat. Wie geht's Ihrem Sohn jetzt? Dem geht's gut, der ist auf einer anderen Schule. Wolfgang Benz, Sie sagen, wir haben vielleicht gar kein so großes Antisemitismusproblem hier in Deutschland. Zumindest sei es nicht wissenschaftlich beweisbar, dass der Antisemitismus wächst. Wie begründen Sie das? Das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass wir kein so großes Antisemitismusproblem haben. Ich sage nur, es wächst, Antisemitismus wächst nicht, wie manche Leute glauben, ständig an und wird immer größer. Der Antisemitismus in Deutschland ist auf einem bestimmten Niveau, auf dem er auch vor 30 und vor 40 Jahren war. Einzelne Vorfälle sind davon nicht betroffen. Das Ansteigen des Antisemitismus prognostizierte zum Beispiel Heinz Galinski, seligen Andenkens, der einstige Leiter der Berliner jüdischen Gemeinde, vor 30 und 40 Jahren schon. Die Antisemiten würden immer frecher, sie würden immer mehr. Das gehört für ihn ganz offensichtlich zum Geschäft. Ich bin sozusagen auf der wissenschaftlichen, auf der rationalen Seite. Antisemitismus wird in Deutschland beobachtet wie nirgendwo sonst. Und das Ergebnis ist kein Ansteigen, sondern das Ergebnis ist, es bleibt, Antisemitismus ist auf einem bestimmten Niveau beklagenswerterweise vorhanden. Aber können Sie dann verstehen, wenn Wenzel Michalski sagt, Judenfeindschaft eskaliert?
Natürlich kann ich das verstehen und meine vollkommene Sympathie als Vater, als Bürger, als Mensch ist auf seiner Seite und ich bin empört darüber, dass sein Sohn die Schule verlassen hat und nicht die Aggressoren. Ich bin empört über das offenkundige Versagen von Lehrern, von Schulverwaltung. Aber ich kann das nicht beantworten damit, dass alles immer schlimmer wird. Aber ich denke, ja, wie empfinden Sie es? Ich denke, es wird sehr wohl messbar etwas schlimmer in Deutschland, nämlich die Tendenz, Fremdes auszugrenzen und mit wachsendem Hass zu kommunizieren und sich in der eigenen Gemeinschaft aufzustellen und zu sagen, wir wollen aber eben nicht, dass Deutschland sich irgendwie verändert. Wir haben das Gefühl von Überfremdung, wir haben das Gefühl von Islamisierung. Und das geht für mich alles miteinander einher, mit dieser Grundstimmung in Deutschland, dass man tatsächlich Andersartigkeit gegenüber abwehrend reagiert, feindlich, mithin zu hasserfüllt reagiert. Aber ist das wirklich dasselbe, Wenzel Michalski? Würden Sie sich da wiederfinden in der Andersartigkeit, in dem Ausgrenzenden gegenüber Fremden? Ist das nicht noch mal was anderes, einfach Judenfeindschaft? Sie sagen ja, das eskaliert und es wird auch normalisiert. Wer eskaliert es und wer normalisiert es? Also aus meiner Wahrnehmung, aber nicht nur aus meiner persönlichen Wahrnehmung, sondern auch aus der Wahrnehmung von Leuten, die sich mit dem Phänomen tagtäglich auseinandersetzen, eskaliert das. Und zwar vielleicht nicht quantitativ, das glaube ich auch, dass der Professor Benzger gesagt hat, aber zumindest können wir das nicht nachweisen zurzeit, aber die Heftigkeit wird stärker. Und das hat ganz bestimmt was damit zu tun, dass eben auf sozialen Medien sich die Leute ausbreiten können, wie sie wollen. Es ist wieder alles erlaubt. Ja? Man sagt einmal etwas, was vorher tabu war, und sagt zwei, dreimal, dann wird es normalisiert, dann wird es normal. Und mit der die Aggressivität, die uns auf Twitter und Facebook entgegenschlägt, in vielen Aussagen, die hatten wir vorher nicht so gehabt. Die hatten wir vielleicht in der Kneipe gehabt, aber da war das eher so in einem geschlossenen Raum. Und das Zweite ist, dass durch das Aufkommen, das hat eben das eine mit dem anderen zu tun, des Rechtspopulismus oder auch eines Präsidenten Trump, Leute, die Vorbildfunktion haben für viele andere, Tabus gebrochen werden. Und deswegen ist das schon sichtbar spürbar, dass es heftiger geworden ist. Ob der Antisemitismus jetzt mit ein Teil ist des Rassismus, das ist eine wissenschaftliche Frage. Ich sehe das schon so. Antisemitismus hat ein Alleinstellungsmerkmal und natürlich auch und gerade in Europa und da ganz besonders in Deutschland. Aber es ist natürlich eine Form des Ausgrenzens, der Fremdenfeindschaft, des Rassismus. Obwohl Juden in Deutschland seit 2000 Jahren leben. Ist denn Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, Wolfgang Benz, antisemitischer? Deutschland ist, ich sage das ungern, weil das so exkulpierend klingt, Deutschland ist weniger antisemitisch als fast alle anderen Länder, weil Politik und Medien, Konsens der Gesellschaft ist, den Juden darf nichts geschehen. Juden haben nach dem Holocaust in Deutschland unter gar keinen Umständen Leid zu erfahren. Das ist allgemeine Überzeugung. Das zeigt sich an den Gedenktagen. Das zeigt sich in den Politikerreden. Also Juden sind in Deutschland nicht gefährdeter als irgendwo anders. Aber ich will da keine Rechnung aufmachen, wo es ihnen schlechter geht als hier. Dann machen wir es sehr persönlich und sehr konkret. Denn die beiden älteren Kinder von Wenzel Michalski haben in der Dokumentation selber sich dazu geäußert, ob sie eigentlich in Deutschland 2017, 2018 offen sagen, ob sie Jude und Jüdin sind oder nicht. Wir hören mal, wie sie das diskutieren, die beiden. Also ich war immer der Meinung, dass man nicht sagen soll, dass man jüdisch ist. Echt? Ja, ja. Also da stimme ich ihr nicht so. Ja, ich habe das auch. Ich habe es kaum jemandem gesagt, auch an der Uni kaum jemandem gesagt. Also ich schweige nicht, denn ich finde, das hat ja, das
kommt dann so rüber, auch wenn es bei dir nicht ist. Mhm. Aber so, als ob man sich irgendwie dafür schämt oder schämen müsste. Als ob es irgendwie ein Geheimnis ist, ah, ich bin Jude. Mhm. Und ich finde, wenn Menschen das schlimm finden, dann ist es deren Problem und nicht mein Problem. Ja. Wenzel Michalski, als Vater, sind Sie so entspannt, würde ich jetzt mal sagen, wie Ihr ältester Sohn? Oder teilen Sie auch die Sorge Ihrer Tochter? Ich stehe da so bei beiden. Und zwar, ich würde auf keinen Fall, ich bin kein religiöser Jude. Ich trage sowieso keine Kippa oder irgendwelche anderen, eine Kette oder sowas mit einem Davidstern dran. Aber ich würde jedem abraten, durch bestimmte Stadtteile in Berlin mit einer Kippa rumzulaufen. Ich habe mich entschieden, als ich so alt war wie mein jüngster Sohn jetzt, also als ich 14, 15 Jahre alt war, dass ich das nicht verschweige. Mein Vater hat das immer verschwiegen, dass ich darüber rede, und habe sofort Reaktionen bemerkt. Also es ist eine Entscheidung, mit der man auch leben muss und die man dann auskämpfen muss, dass man plötzlich anders gesehen wird als vorher. Wenn die Leute nicht wissen, dass man Jude ist, dann ist alles ganz normal. So wie sie wissen, dass man Jude ist, dann spürt man entweder eine Befangenheit oder eine besondere Überfreundlichkeit oder eine Reserviertheit. Das gibt es schon. Und mein Sohn hat sich offensichtlich entschlossen, da offensiver heranzugehen. Aber der hat ja auch gut reden. Der studiert nämlich in Amerika, da ist das nicht so ein großes Problem. Und meine Tochter, die sagt das nicht. Die studiert in England. In England gibt es einen sehr virulenten, besonders linken Antisemitismus an den Universitäten. Und das ist nicht angenehm. Mich hat in der Dokumentation ein Satz fast umgeworfen. Das ist der Ihrer Mutter. Die sagt, wir haben ihn, also Ihren jüngsten Sohn, vielleicht nicht richtig darauf vorbereitet, Jude zu sein. Also man muss praktisch mehr als 70 Jahre nach dem Holocaust Kinder darauf vorbereiten, Jude zu sein. Ja, das stimmt. Man muss sich, wenn man Jude ist und das eben dann auch sagt, wenn man gefragt wird, muss man, wie ich eben schon gesagt habe, muss man sich innerlich, moralisch und charakterlich stärken, um mit diesen Angriffen leben zu können. Sind wir uns dessen genug bewusst, Christine Hellberg? Mich erschreckt das auch. Also ich finde es erschreckend, wenn junge jüdische Jugendliche sagen, ach, ich gehe damit lieber nicht hausieren. Ich muss es nicht vor mir hertragen. Die Situation bei Ihrem Sohn war ja im Religionsunterricht, glaube ich, ne? Also es ging darum, wer ist denn hier? Oder im Ethikunterricht, da wurde gefragt, was für Gotteshäuser kennt ihr? Ja, die Synagoge. Und da haben die gesagt, Moschee, genau. Kirche. Und er hat gesagt, Synagoge. Und dann wurde gefragt, ach, bist du Jude? Und das war in der ersten Woche, als er in der Schule war. Da war er neu in der Schule. Und dann fing es sofort an. Das finde ich erschreckend. Ich glaube, dass zum Teil Muslime nicht ähnliche Erfahrungen machen, aber auch das Problem haben, sich in Stadtteilen, wo es nicht viele Muslime gibt, sich dazu zu bekennen, weil es eine große Voreingenommenheit jetzt gibt, eine große Ablehnung auch gegenüber Muslimen. Und das finde ich alles bedenklich, denn in unserem Grundgesetz steht, dass kein Mensch wegen seiner religiösen Zugehörigkeit bevorteilt werden soll oder benachteiligt werden soll. Und ich glaube, das ist viel zu wenig angekommen in der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, egal wo in Deutschland. Ich finde, da haben wir sehr wohl ein Integrationsproblem. Das haben wir bei Zugewanderten, das haben wir bei Menschen, die in zweiter Generation einen Migrationshintergrund haben. Aber das haben wir auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft zum Teil, wo Leute sich das nicht mehr bewusst machen, sondern eben pauschal Juden oder Muslime oder Menschen verschiedener Herkunft aburteilen oder verurteilen oder als etwas Fremdes und Gefährliches betrachten. Wo fängt für Sie Antisemitismus an, Wolfgang Benz? Im Ressentiment gegenüber einem Juden, weil er Jude ist. Also das Ressentiment ist der Anfang von allem. Ich pauschalisiere, ich weise einem Menschen ganz, ganz unabhängig davon, ob der sympathisch, ob er schön, ob er hässlich ist, weil ich jetzt eine Information über seine kulturelle Herkunft habe, weise ich ihm eine Eigenschaft zu, so wie zum Beispiel meinem Sohn, als ich eine Zeit lang in Australien lebte und er dort als Achtjähriger in der Schule war, er war der Nazi. Ganz selbstverständlich.
Das musste man bearbeiten. Das war nicht besonders böswillig, das war vielleicht gar nicht böswillig und unterscheidet deshalb unterscheidet das Ressentiment vom antisemitischen. Aber wenn ich jemanden von vornherein über seine Gruppenzugehörigkeit, über seine Herkunft diskriminiere, stigmatisiere, dann habe ich den ersten Schritt zu Schlimmerem getan. Ist Ihnen zuletzt was aufgefallen, wo Sie gedacht haben, das ist jetzt wieder antisemitisch im Alltag? Also dieses Schulerlebnis, das war das natürlich. Ich meine, ich war natürlich völlig verblödet und naiv, auf den Gedanken zu kommen, meinem Sohn zu erlauben, auf diese Schule zu gehen. Er ist vorher in eine rein deutsche, deutschstämmige Vorortgymnasium gegangen. Wir hatten aber zu Hause einen syrischen Flüchtling untergebracht, der in die Familie reingewachsen ist. Das ist jetzt mein anderer Sohn. Und da wurde für meine Kinder zu einem neuen Bruder. Und mein Sohn hat sich sehr identifiziert mit seinem Flüchtlingsschicksal und sah Parallelen zu dem, was mein Vater, also sein Großvater, erzählt hat, der vor den Nazis geflohen ist und sich in der Nazizeit als Jude versteckt hatte. Und er wollte auf eine Schule, wo es eben, ja, wo es mehr Diversifizierung gibt, wo es Moslems gibt, wo es Flüchtlinge gibt. Und da haben wir uns diese Schule ausgesucht. Schule ohne Rassismus stand da drauf, alles inklusiv. Da waren Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen dabei. Also dieses ganze Konzept der Schule hätte von meiner Organisation, von Human Rights Watch, geschrieben werden können. Aber die Realität war eben eine ganz, ganz andere. Und das gab eben ein wirklich böses Erwachen. Mit der Anfeindung der meistens türkisch- und arabischstämmigen Kinder, das war nicht so überraschend. Damit hätte man auch umgehen können. Und in seiner Klasse selber hörte der Antisemitismus auf mit dem Tag, an dem meine Eltern in die Schule gegangen sind, in die Klasse gegangen sind, wir hatten das angeboten, und über ihre eigenen Fluchterfahrungen gesprochen haben. Seitdem wurde er aus seiner eigenen Klasse überhaupt nicht mehr antisemitisch angegriffen, sondern im Gegenteil. Die haben gesagt, ja, wir stehen hinter dir, Alter, und so. Aber das finde ich ja sehr dramatisch, dass es sogar ein Beispiel und einen Weg gab, an der Schule damit umzugehen. Und dann die Schulleitung gesagt hat, ach nee, den gehen wir nicht weiter, sondern bitte verlassen Sie doch lieber die Schule. So indirekt. Und das war das Erschreckende. Also, dass die Schulleitung, diese gebildeten, sich wahrscheinlich selber als linksliberal empfindende Anti-Antisemiten oder Antirassisten so benommen haben. Verstehe ich Sie dann fast richtig, dass Sie eigentlich im Prinzip letztendlich den nicht zugewanderten, nicht mit Migrationsherkommenden Leuten hier in Deutschland einen größeren Vorwurf machen? Ja, ich meine, das waren ja Kinder. Die waren ja 14 Jahre alt, 15 Jahre alt. Die haben das gehört vielleicht aus dem Elternhaus, vielleicht von ihren größeren Geschwistern, aber bestimmt auch über YouTube und Facebook und sowas. Ich habe mich dann erkundigt. Ich weiß jetzt, was Kinder in manchen Haushalten so alles so sehen und dann ISIS und so weiter verherrlichen. Also da gibt es ordentliche Propaganda. Erdogan ist ein Held für viele geworden. Das heißt, große Gruppen von türkischen Jugendlichen, die glauben das, die hängen an seinen Lippen und Erdogan ist ein ausgemachter Antisemit, der muss nur irgendwas sagen, dann glauben die das auch und das leben die in der Schule aus. Nein, das war nicht das Problem. Das Problem war, dass die Lehrer überhaupt nichts dagegen gemacht haben, außer den beiden Klassenlehrerinnen in der Klasse meines Sohnes, die auch den Kindern gesagt haben, als sie sowas gehört haben, seid ihr verrückt, sowas gehört bei uns nicht in die Schule, solche Aussprüche und dann darüber geredet haben. Dann schauen wir uns vielleicht mal an, wo vielleicht auch noch was getan werden müsste. Es hat sehr heftige Diskussionen gegeben im Dezember in Deutschland angesichts folgender Szenen. Mehrheitlich arabischstämmige Zuwanderer waren das bei Demonstrationen im Dezember 2017 in Berlin, unmittelbar nach der Jerusalem-Deklaration von US-Präsident Donald Trump, der die Stadt als Hauptstadt Israels anerkannte. Da skandierten pro-palästinensische Demonstranten Tod Israel und verbrannten israelische Fahnen. Wolfgang Benz, Sie sagen, das ist weniger
ein religiöses Problem, sondern ein politisches, wenn ich Sie richtig deute an dieser Stelle. Also ich zitiere Sie mal. Wer sich ein wahres Bild von muslimischem Antisemitismus machen will, muss dessen historische Hintergründe kennen. Und dann führen Sie uns als Leser nach Europa. Hat das mehr mit uns zu tun, als uns lieb ist? Ja, aber natürlich. Das Verbrennen von israelischen Fahnen halte ich für vollkommen idiotisch. Damit eigentlich Schluss. Und ich halte es für eine politische Demonstration. Und was daran antisemitisch ist, das haben die jungen Muslime von uns, den christlichen Europäern, gelernt. Nämlich die ganzen Verschwörungstheorien. Der Nationalismus, das sind Importe aus Europa. Das kommt im 20. Jahrhundert aus dem Arsenal des europäischen Antisemitismus, der auf dem religiös begründeten Antijudaismus gründet. Und das ist nicht in der muslimischen Welt erfunden worden, aber als Waffe gegen Israel dankbar aufgenommen. Und zu dieser politischen Dimension vielleicht, das ist nämlich tatsächlich ein großer Unterschied, glaube ich. Wenn eine israelische Flagge in Deutschland verbrannt wird, dann gibt es einen großen Aufschrei, vielleicht zu Recht. Auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass Flaggen natürlich hoch emotional aufgeladene Symbole sind, die auch mitunter durch ihr Hissen oder durch das vor sich hertragen von aggressiver Politik auch schon als etwas Feindseliges betrachtet wird. Also ein Beispiel, wenn die Türkei die türkische Flagge jetzt in Nordsyrien hisst, um klarzumachen, dass sie dort einen Einfluss hat. Wenn die kurdische YPG, die Volksverteidigungseinheiten, in dem sehr arabisch dominierten Raqqa nach der Vertreibung des IS ihre kurdische Flagge hisst. Wenn Israel sämtliche Siedlungen im Westjordanland mit einer israelischen Flagge bestückt, dann ist das ein Davidstern, der in Deutschland verbrannt wird. Nein, das ist die Flagge des Staates Israels. Und deswegen ist auch der Grund zu beachten dieser Demonstration, das war aufgrund der Entscheidung von Donald Trump, Jerusalem zur alleinigen Hauptstadt Israels einseitig zu erklären. Und das war eine politische Reaktion. Das ist eine sehr radikale Form der politischen Meinungsäußerung für mich von Leuten, die übrigens eine Entscheidung, die ja auch von europäischen Politikern weitgehend kritisiert wurde, die Entscheidung Donald Trumps. Und dass die Palästinenser, auch wenn sie hier leben, seit so und so vielen Jahrzehnten eine radikalere Form wählen, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, sich da zu äußern, dass das so über das Ziel hinausschießt, dass man die Flagge verbrennt, das betrachte ich als eine Form der radikalen politischen Meinungsäußerung und nicht per se einen Judenhass. Wenzel Michalski, Sie haben den Kopf geschüttelt. Vielleicht stimmen Sie Alan Posener zu, der sagt, Antizionismus ist die neue massive Form des Antisemitismus. Ja, dem stimme ich zu. Und zwar wird Kritik an Israel oder Kritik am Zionismus oft benutzt, um sein Mütchen zu kühlen, um antisemitisch sich ausdrücken zu können, was in einem selber brodelt. Ich kann ja dann Israel schlagen, ich meine aber damit die Juden. Und das war eben zum Teil auch die Sache beim Fahnenverbrennen. Das muss man ein bisschen differenziert sehen. Man kann nicht einerseits das verteufeln, andererseits das verharmlosen. Und zwar, wenn ich eine Fahne mit einem Davidstern verbrenne, dann meine ich die Juden. Und viele, die dort demonstriert haben und das verbrannt haben und gebrüllt haben, die haben ja auch gesagt, das hat man in Medien lesen können, Hitler hat vergessen, alle Juden zu vergasen und solche Geschichten. Also da war offener Judenhass schon da. Aber die, die das gemacht haben, das waren nicht die Moslems, sondern das waren politisierte, von Hamas und was weiß ich, gesteuerte Aktivisten, die da die Gelegenheit benutzt haben, um richtig Radau zu machen, was natürlich nach hinten losgegangen ist, denn dadurch hat die Antisemitismus-Debatte, die ja in den letzten Monaten an Schwung gewonnen haben, dann kurz vor Weihnachten noch mal so einen richtigen Schub bekommen. Und jetzt haben wir einen Antisemitismusbeauftragten, der ja hoffentlich dann auch demnächst installiert wird und was tut. Aber Kritik gegenüber Israel muss möglich sein in Deutschland. Ja, natürlich. Aber in welcher Form denn? Kritik gegenüber der israelischen Regierungspolitik. Genau. Und das machen wir ja bei Human Rights Watch, müssen wir das ja auch machen, wo Menschenrechtsverbrechen begangen werden oder Vergehen begangen werden, müssen wir das kritisieren, egal wo. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich die israelische Regierungspolitik kritisiere,
kann ich ja machen, egal auch, wo ich jetzt geben politisch... Geben Sie mal ein Beispiel vielleicht, also dass es in einem Satz so ein bisschen deutlich wird, weil ich glaube, die Frage ist für ziemlich viele wichtig. Mhm. Ja, sehr viele Leute, mit denen wir im Vorfeld gesprochen haben, möchten eben manchmal sagen können, wir finden es nicht richtig, wie die Palästinenser behandelt werden, ohne dass sie sich antisemitisch ausdrücken wollen. Ja, ne? Natürlich. Also man kann natürlich die Siedlungspolitik kritisieren. Aber wenn es Anti-Israelismus wird, also wenn man gleich die ganze Existenz des Staates Israels in Frage stellt, oder Antizionismus, das heißt gegen den Wunsch der Juden, eine sichere Heimstätte zu haben, die aus der Erfahrung von Jahrtausender Jahre Verfolgung kommt, dann ist das da, dann steckt ein versteckt man aber seinen genau Antisemitismus dahinter. Aber genau das steht ja bei der Mehrheit der Deutschen überhaupt nicht zur Diskussion. Aber das Existenzrecht Israels ist weder von der Mehrheit noch von der Politik noch von den Medien angetastet. Und wer eine Flagge verbrennt, stellt nicht automatisch das Existenzrecht eines Staates in Frage. Und die Aufregung, wie viele Iraker haben amerikanische Flaggen verbrannt? Wie viele Flaggen werden ständig verbrannt? Die nicht, allgemeine sagt, Entrüstung das stimmt, über, aber die, über die paar haben, Fanatiker ist doch auch ein sehr deutliches Indiz, wie man in Deutschland darüber denkt und wie man wie freundschaftlich man in Deutschland über Israel denkt. Ja gut, aber wenn jetzt Wenzel-Michalski sagt, das geht nicht, dann kann man ja nicht einfach sagen, aber es ist doch anders gemeint. Sie wollten was sagen? Ich würde Herrn Michalski völlig zustimmen. Also eine Kritik an der israelischen Regierung muss differenziert sein. Nun sind aber Demonstrationen noch dazu emotional aufgeladene durch solche Entscheidungen wie Herrn Trump in der Regel kein Ausdruck von besonders differenzierten Kritikpunkten. Das ist keine Demonstration. Das ist immer pauschal, das ist immer sehr emotional, das ist immer voller Symbolkraft. Deswegen würde ich schon, auch mit meinem Hintergrund, in meiner Erfahrung als Korrespondentin im Nahen Osten, für viele Leute in Anspruch nehmen, dass sie in der Regel nicht antijüdisch sind pauschal, sondern eigentlich Israel meinen. Ich will Ihnen mal erzählen, was mir passiert als Korrespondentin. Wenn ich auf Arabisch mit Syrern oder auch in den palästinensischen Gebieten in Israel gesprochen habe, gesagt habe, ja, wie ist das, dann geben die mir in mein Mikrofon, sagen die, ja, El-Yahud, die machen das, die Juden machen dies, die besetzen unser Land, die Juden. Dann sage ich, wie jetzt, die Juden? Nein, nicht die Juden natürlich, die israelische Armee, die Regierung Netanyahu, aber da muss ich nachfragen. Weil, wie Sie richtig sagen, das vermischt sich in der Wahrnehmung der Menschen im Nahen Osten zu einem großen Begriff. Das ist identisch dann, die Juden mit Israel. Aber wenn Sie die Syrer fragen, dann sagt Ihnen jeder, nein, nein, mit den Juden habe ich gar kein Problem. Mein Nachbar in der Altstadt von Damaskus war Jude. Wir hatten den Kamischli-Juden, das war gar kein Problem. Das war das Problem, als Israel gegründet wurde mit den Kriegen. Da kommt der ganze Nahostkonflikt dazu. Und wie machen Sie denn, denn Sie haben ja auch mit Zuwanderern zu tun, wie machen Sie den Syrern und auch den anderen arabischstämmigen Menschen, die zu uns kommen, klar, dass es in Deutschland Staatsräson ist, Israel anzuerkennen und die Sicherheit zu garantieren. Das können Sie nicht in einem Integrationskurs mit 300 Schulstunden irgendwie erklären. Und ich möchte differenzieren zwischen Geflüchteten, die in den letzten Jahren kommen, die natürlich erstmal ganz andere Probleme haben, deren Verwandte selber noch im Krieg sind und denen ich wahrscheinlich nicht als erstes sie davon überzeugen kann, dass hier eine Kritik an Israel so und so sein muss, weil sonst ist sie antisemitisch. Ein großer Unterschied sind für mich die Jugendlichen der Schule ihres Sohnes, die hier geboren sind und hier aufgewachsen und sozialisiert sind und wo wir offensichtlich versagt haben als Staat, weil eben bestimmte politische Regeln oder Grundregeln des Zusammenlebens offensichtlich nicht kommuniziert wurden, wegen der Elternhäuser dahinter. Tragisch genug, die nicht zu konfrontieren. Aber das ist für mich das eigentliche Problem. Denn wenn wir es nicht schaffen, hier lebenden Menschen mit einem anderen Hintergrund mit einzubinden in unser Holocaust-Gedenken und in unsere deutsche Vergangenheit, die eben vielleicht auch eine größer gedachte internationale Vergangenheit sein muss, dann haben wir ein Problem mit Antisemitismus, da stimme ich Ihnen zu. Aber die Geflüchteten, die jetzt gerade kommen, die syrischen Kriegsgeflüchteten, die haben jahrzehntelang gehört, dass Israel der Feind ist. Syrien befindet sich im Kriegszustand mit Israel, weil Israel immer noch den Golan besetzt. Völkerrechtswidrig. Das heißt, die Narrative, mit denen Jugendliche in Syrien groß geworden sind, natürlich eindeutig anti-israelisch. Hinzu kommt der religiös verbrämte Judenhass, der Jude als Verräter, je nachdem, wie man den Koran auslegt, je nachdem, wie man die Sunna des Propheten auslegt, je nachdem, was für Diskurse da in den Elternhäusern stattfinden, vermischt sich das. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir das zumindest lernen zu trennen, die politische Kritik, und dass man eben auch dann pauschal klingende das Verbrennen von Fahnen nicht immer jedem unterstellt, dass er jetzt aber eigentlich die Juden ins Meer treiben möchte. Vielleicht nähern wir uns mal dem gemeinsamen Gedenken und dem, wie man eigentlich den Holocaust
vermitteln kann heutzutage und was das für die deutsche Identität bedeutet. Joachim Gauck hat vor genau 3 Jahren in einer Gedenkstunde im Bundestag anlässlich des 70. Jahrestags der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz eine Rede gehalten und folgenden viel zitierten und prägenden Satz gesagt. Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Die Erinnerung an den Holocaust bleibt eine Sache aller Bürger, die in Deutschland leben. Wolfgang Benz, wie stehen Sie zu dem Satz? Was löst er bei Ihnen persönlich auch aus? Das habe ich jetzt seit 76 Jahren lebe ich das. Das ist selbstverständlich und nur richtig. Die Schwierigkeit ist, wie ich heute 16, 18, 22, 40-Jährigen diese Botschaft vermittle, wie ich das durch Aufklärung ohne falsches Moralisieren, ohne jetzt individuellen Schuldbeweis, wie ich das jetzt als Bestandteil unserer politischen Kultur auf Dauer stellen kann. Das ist unglaublich schwierig. Ich selber bemühe mich vielfältig als Historiker darum. Durch Aufklärung oder durch? Durch Aufklärung. Es gibt keine andere Möglichkeit als Aufklärung. Das dauert sehr lange. Das ist unglaublich mühsam. Es gibt keine schnellen Rezepte. Aber es lohnt sich. Was sagen Sie zu dem Satz, Wenzel Michalski? Der stimmt hundertprozentig. Wer in Deutschland lebt, trägt mit Verantwortung für das, was passiert ist. Nicht für die Taten selber, ist ja klar, das geht ja gar nicht. Aber für die Bearbeitung, Verarbeitung mit dem Umgang mit diesem Thema. Die Nazizeit und der Mord an den Juden hängt den Deutschen an wie ein Buckel. Da muss man damit leben. Ja, das ist ein Rucksack, den auch ich selber als Jude mitzutragen habe. Meine Eltern haben sich entschieden, da war ich noch nicht geboren, in Deutschland zu bleiben. So. Und ich bin hier geboren in Deutschland als Deutscher und trage den gleichen Buckel wie alle anderen auch. Und das Gleiche muss ich verlangen von den Leuten, die, ob das jetzt Engländer, Dänen oder Syrer sind, die sich entscheiden, nach Deutschland zu kommen und Deutsche werden zu wollen oder hier länger leben zu wollen. Wie sehen Sie es, Christian Hellberg? Was bedeutet der Satz für Sie? Ich würde das ergänzen, was Herr Michals gesagt hat. Und wer hier in Deutschland lebt, trägt vor allem eine Verantwortung dafür, dass sich sowas nicht wiederholt. Das würde ich noch weiterdenken. Ich denke auch, der Holocaust muss und ist identitätsbestimmend für die Deutschen. Dem stimme ich zu. Und gerade deswegen, damit es so bleibt, müssen wir das Holocaust-Gedenken inklusiver gestalten. Wir müssen es öffnen, weil Deutschland sich verändert. Deutschland ist seit langem ein Einwanderungsland. Hier leben Menschen, die keine unmittelbare familiengeschichtliche Verbindung haben zum Holocaust, eben die nicht ihren Großvater fragen können oder Urgroßvater, die aber den Holocaust vielleicht erlebt haben indirekt über andere Formen, Beispiel Nahost natürlich. Was hat der Holocaust wieder ausgelöst im Nahen Osten? Durch die Gründung des Staates Israels, da wurden Palästinenser vertrieben. Wir müssen anfangen, das Gedenken an den Holocaust so zu gestalten, dass sich die Menschen, die in Deutschland heute leben, damit identifizieren können und eine Form des Gedenkens finden, die eben alle mit einschließt, damit es weiter Identität stiften kann. Ich möchte auch das noch ergänzen, ganz knapp. Und wir müssen die Lektion noch lernen, das darf sich nicht, selbstverständlich, nicht wiederholen. Gegen niemanden, gegen keine Minderheit, die bei uns lebt, mit der wir leben, mit denen, die irgendwo lebt, dass die Mehrheit, die Minderheit aufgrund bestimmter Zuweisungen oder Herkunft ermorden darf. Das gilt für Muslime, das gilt für Sinti und Roma, das gilt für Juden selbstverständlich und für alle anderen Minderheiten. Aber wie machen wir denn dann dieses Gedenken? Also wie muss das denn wirklich konkret gestaltet werden, wenn Sie sagen inklusiver? Ich stelle mir zum Beispiel vielleicht einen anderen Geschichtsunterricht vor. Mir geht es jetzt weniger um Gedenkkultur im Sinne von Mahnmalen und sowas, sondern es geht mir vor allem darum, dass wir die Versäumnisse in der Schule, die es offensichtlich gibt, das Beispiel von der Familie Michalski zeigt es sehr deutlich, dass wir da was verändern. Dass wir den Holocaust nicht zu einem Kapitel im Geschichtsunterricht machen,
wie es zunehmend für junge Leute in Deutschland sein wird, weil jetzt meine Kinder, die heranwachsen, eben keinen biografischen Bezugspunkt unbedingt mehr haben, sondern für die ist das eben ein Teil der Aufklärung, wie über andere Dinge aufgeklärt wird. Französische Revolution als Kapitel im Geschichtsunterricht, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg. Und jetzt machen wir noch mal wieder die Nationalsozialisten und den Holocaust. Und da würde ich mir wünschen, dass wir Geschichtsunterricht etwas breiter und waagrechter denken, dass wir zum Beispiel gucken, was war denn in dieser Zeit eigentlich los im Nahen Osten? Wie haben sich denn bestimmte Mächte dort verhalten zu diesem Nazi-Deutschland? Denn dann bekomme ich die Bezüge in den Unterricht, wo Menschen mit Migrationshintergrund anknüpfen können und sagen, aha, was war denn mit meinen Großeltern, wo waren die denn? Warum habe ich denn jetzt heute in Syrien einen Kriegszustand mit Israel? Wie hängt das eigentlich zusammen? Mhm. Und das wäre mir wichtig, dass man es nicht losgelöst als ein deutsches Drama, als es ist ein singuläres, internationales, weltweites Verbrechen. Es ist nicht nur ein deutsches Verbrechen und Deutsche müssen es verhindern, sondern es hat tatsächlich eine internationale Dimension. Das sehen wir auch daran, dass die Vereinten Nationen selbst einen internationalen Gedenktag draus gemacht haben. Und nicht nur in Deutschland, weil in Deutschland was Schlimmes passiert ist. Und diese Internationalisierung hilft uns dabei, das für eine deutsche Identität weiter aufrechtzuerhalten, weil wir eben all jene mit einbeziehen, die jetzt hier leben, mit einem anderen Hintergrund als die Bio-Deutschen. Das man jetzt ist ja Geschichtsunterricht das eine, Menzel Michalski. Was halten Sie von der Idee, dass Schüler und vielleicht auch Studenten auf jeden Fall ein Konzentrationslager, eine Gedenkstätte besuchen sollten? Sie sollten es tun, aber ich bin kein Freund, das unter Zwang zu stellen. Zum einen sind unsere Gedenkstätten, glaube ich, personell überhaupt gar nicht ausgerüstet dafür, plötzlich Massen von Schülern zu empfangen. Ich habe gestern mit Professor Morsch gesprochen, Leiter von Sachsenhausen zum Beispiel, der gesagt hat, wir haben im Jahr 700.000 Gäste, wir können gar nicht viel mehr. Also das ist schon mal praktisch schwierig. Aber wenn man Teenagern irgendwas aufzwingen will, dann bekommt man eine Gegenreaktion. Deswegen sollte das ganz anders gemacht werden. Es muss freiwillig sein. Natürlich, vielleicht sollte man sie so beeinflussen, dass sie der Freiwilligkeit zustimmen. Es sollte kein Zwang sein. Ich möchte noch etwas sagen, auch zu dem Spruch von Herrn Gauck und was Herr Benz gesagt hat. Und zwar, wir Deutschen stehen in der Öffentlichkeit und in privaten Gesprächen auf Seiten Israels und wir verdammen den Holocaust und wir sagen, das darf nie wieder passieren. Aber es sind oft eingespielte Rituale. So eingespielt, dass die so raussprudeln. Leere Rituale? Sie übertünchen den eigenen Rassismus, den eigenen Antisemitismus. Wir Deutschen sind Weltmeister im Gedenkstätten bauen und es ist auch gut. Ich sage ja gar nichts dagegen. Aber unter all den Holocaust-Gedenkmälern und unter all den Stolpersteinen haben wir den Antisemitismus, der in uns steckt, sehr tief vergraben. Wir sind uns gar nicht bewusst, wie tief der Judenhass und die Judenfeindschaft in uns weiterlebt. Jetzt sagen Sie netterweise wir, ne? Ja, ich bin ja Deutscher. Ja, also, aber Sie sind ja wahrscheinlich nicht sehr antisemitisch. Nein, aber ich sagte, ich bin jetzt mal eben gerade inklusiv und nett. Also nach 1945 hörte der Antisemitismus nicht auf. Und was für unsere Familie sehr erschreckend war, vor allem für meinen Vater, für meine Eltern, als mein Vater so alt war wie mein Sohn, als er 14 Jahre alt war, das war nach dem Krieg, da war der hier im Canisius-Kolleg in Berlin an der Jesuitenschule und hat genau das Gleiche erlebt, was mein Sohn jetzt erlebt hat. Nämlich, dass er gemobbt worden ist in seiner Schule als Jude nach dem Krieg. Und das hat ihn sehr mitgenommen. Er hatte sogar versucht, sich das Leben zu nehmen. Und er musste jetzt miterleben, wie 70 Jahre später das Gleiche seinem Enkel passiert. Nicht ganz so dramatisch, weil der Enkel nicht so traumatisiert war wie mein Vater damals. Aber das ist bitter. Und ich denke mal, das Versagen der Schule, der Schulleitung und das Wegducken, das zeugt eigentlich von einem doch tiefen Antisemitismus, den diese Leute aber gar nicht wahrhaben. Da möchte ich jetzt aber doch eigentlich darum bitten, dass wir es nicht bei diesem entsetzlich traurigen und beklagenswerten emotionalen Fall lassen. Wir müssen wahrscheinlich sagen, dass die meisten Vorfälle eigentlich von Rechtsextremisten ausgehen, ja, um hier das Gleichgewicht noch herzustellen. Ein leider
immer noch vorhandener, das ist meine Profession, dem nachzuspüren, subkutaner Antisemitismus, der lässt sich nicht wegdiskutieren, aber der äußert sich auch nicht in Misshandlung, sondern im stillen Ressentiment. Ich will aber lieber noch einmal auf die Gedenkstätten zurückkommen. Die sind ausgebucht. Es geschieht ungeheuer viel in allen möglichen Gedenkstätten. Also der Ruf, da müssen alle Schüler jetzt dahin getrieben werden, ist vollkommen kontraproduktiv. Und wenn dann am letzten Tag vor den Schulferien noch die Fahrt nach Dachau oder nach Sachsenhausen angesetzt wird, wo dann schlecht vorbereitete, desinteressierte Schüler durch die Räume schreiten, das ist zu Recht der Schrecken aller Gedenkstätten. Ich möchte aber doch ganz deutlich machen, die Anstrengungen, die seit Jahr und Tag in Deutschland unternommen werden, auf didaktischem Gebiet, durch Pädagogen, durch Historiker, durch Arbeitskreise. Der Antisemitismus ist eingegrenzt, ist eingedämmt, wird von vielen Seiten aus bekämpft. Und das Bild, das ist so einfach. Hitler kommt gleich bald wieder. Die Lage war noch nie so ernst. Es ist alles so schaurig, wie es noch nie war. Das ist einfach das eingängigere Bild als das, dass sehr viel getan wird in Deutschland, dass es ein Land ist, in dem Juden sicher und unbehelligt gleichberechtigt wie alle anderen Bürger gerne leben können. Aber Herr Benz, Sie haben vorhin selbst gesagt, das Ressentiment ist der Beginn von Rassismus und auch vielleicht gewalttätiger Auseinandersetzung. Und das kann man nicht wegdiskutieren, haben Sie auch gerade gesagt, ein gewisses Ressentiment. Da sind wir wieder beim Beginn der Sendung, wo wir alle festgestellt haben, dass eben vieles sagbar geworden ist, weil sehr wohl diese Gefühle unterschwellig da sind. Antisemitische Gefühle, rassistische Gefühle, antimuslimische Gefühle, die hinzukommen. Und ich finde es, mir macht es ganz große Angst, wenn ich zum Teil Artikel lese, die islamkritisch daherkommen. Und dann machen Sie mal einen Selbstversuch und setzen Sie mal das Wort Muslim, ersetzen Sie das mal durch Jude. Das klingt tatsächlich erschreckend. Und das sind für mich schon Anfänge eines ganz gleichen Denkens, wo pauschal eine Gruppe, Sie haben es vorhin genau definiert, pauschal eine Gruppe als feindlich, als gefährlich wahrgenommen wird. Und das kann sich immer wiederholen. Mit den Juden wird sich in Deutschland nicht wiederholen. Aber jetzt sind wir wirklich, haben wir in den Kreis gegangen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir sind am Ende dieser Sendung. Wir werden bestimmt noch darüber sprechen. In weiteren Quadriga-Sendungen. Ihnen danke ich auch. Auf Wiedersehen.